Moringa-Bäume sind auf den Philippinen allgegenwärtig. Es gibt kaum ein Wohngrundstück ohne Moringa-Baum. Die Schoten, hier in der Mitte des Bildes zu sehen, beinhalten Samen, aus denen hochwertiges Pflanzenöl hergestellt wird. Die Bäume benötigen weder Kunstdünger noch Pestizide und wachsen sogar auf extrem salzigen Böden in Strandnähe. Ob Wurzel, Holz, Borke, Schoten, Blüten, Blätter, alle Bestandteile des Baums haben einen Nutzwert. Die frischen Blätter haben einen derart hohen Anteil an Vitaminen, Mineralstoffen und Protein, die von keiner anderen Pflanze auf der Welt erreicht wird. Insbesondere der Anteil an Vitamin A ist extrem hoch. Er beträgt ungefähr 4-mal den Wert, den Karotten erreichen. Auf dem Markt kostet ein Bündel Moringa ungefähr 8 Euro Cent und ist damit das mit Abstand billigste Gemüse. Da die abgeernteten Zweige immer wieder nachwachsen, kann Moringa das ganze Jahr über geerntet werden. Deshalb ist Moringa ein nicht wegzudenkender Bestandteil der philippinischen Küche. Da Reis alleine nicht besonders gut schmeckt, hat jede Hausfrau ihre eigenen Geheimrezepte für die Zutaten. Kokosnussmilch ist ein weiterer wichtiger Bestandteil vieler philippinischer Gerichte. Die Moringa-Blätter werden erst ganz zum Schluss hinzugegeben, um den hohen Vitamingehalt zu erhalten. Unmittelbar danach kommen noch Salz, Gewürze und die scharfen Chilis dazu. Noch einmal abschmecken und es kann aufgetischt werden. Es ist angerichtet. Ja.